Ach, guck mal, das sieht aber gemütlich aus. Süße Maus, hast du es dir gemütlich gemacht? Ja? Hallo, ich hoffe, es geht dir gut. Ich habe gerade den Haushalt gemacht. Sieht trotzdem noch total unordentlich aus, die Ecke da. Aber besser kriege ich es einfach nie hin. Ich habe jetzt zumindest grob einmal alles aufgeräumt. Es gibt immer so ein paar Kleinigkeiten, die unglaublich zeitfressend sind. Das ist der übrig gebliebene Haufen, den ich noch aufräumen muss. Vielleicht kennst du das auch von zu Hause, dass man irgendwie immer so viele Kleinigkeiten überall rumliegen hat. Und dann muss man dafür hier und da hinlaufen. Zum Beispiel dafür muss ich ins Zimmer der großen Prinzessin, dafür auch, dafür ins Bad. Dafür auch irgendwie, das muss ich alles irgendwo hinsortieren. Das nimmt halt immer so viel Zeit ein, weil ich diese ganzen Kleinigkeiten noch überall hintragen muss. Hoch, runter, in jedes einzelne Zimmer. Deshalb mache ich mir immer so kleine Haufen, die ich dann eben in diesem Fall noch nach oben tragen muss gleich. Ach, das kann ich dir auch einmal zeigen. Das ist der erste richtige Test, den mein Großer in der Schule machen musste. Ich halte das hier zu, weil da sein Name draufsteht. Auf Instagram hatte ich das erzählt, dass er jetzt seinen ersten richtigen Test schreibt. Das ist jetzt Mathe gewesen. Und er hat 0 Punkte. Nee, nicht 0 Punkte, sondern 0 Fehler. Ich war so aufgeregt an dem Tag, an dem er diesen Test schreiben musste. Und ich war auch noch so aufgeregt danach natürlich, bis er den Test nach Hause gebracht hat. Und er hat sage und schreibe 0 Fehler gemacht. Und ich bin so, 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 so stolz auf ihn. Das waren jetzt hier die Aufgaben. Die mussten sie wohl nicht machen. Das war wohl irgendein Kopierfehler, meinte die Lehrerin. Und das hier ist die zweite Seite. Und alle Aufgaben richtig. Und er fand die Aufgaben alle leicht. Das ist auch nochmal sowas, womit man gar nicht rechnet, wenn man Eltern wird. Weil vorher ist man ja eher so stolz auf sich selbst, weil man selbst irgendwas geschafft hat. Aber wenn man dann Kinder hat, dann ist man plötzlich stolz auf das, was die eigenen Kinder gemacht haben. Und das ist nochmal ein ganz, ganz, ganz besonderes Gefühl. Ich glaube, ich werde den Test auch einrahmen. Ich bin auf jeden Fall super stolz. Ich bringe jetzt mal den Haufen hier nach oben. Kommt jetzt einmal alles ins Zimmer der großen Prinzessin. Und dann kann ich direkt wieder runterlaufen. Dieses Hoch und Runter. Was ich auch noch weiter gemacht habe, sind diese Treppenstufen hier. Habe ich dir noch nicht gezeigt. Und zwar haben wir jetzt sowas gekauft. Das sind ja extra diese Teile, die man an die Treppe macht. Treppenteppiche, ich weiß nicht, wie die heißen. So sieht das jetzt aus. Wir haben hier die unteren Stufen schon mal fertig beklebt. Jetzt sieht man auch mal, was für Stufen wir eigentlich hatten. Das ist nämlich so Stahl. Hat ja auch nicht jeder, sieht man auch nicht so oft. Vorher sahen ja die Treppen so aus. So, und das ist eigentlich ein ganz normaler Teppich. Den hatte Justus damals, als wir hier eingezogen sind, zusammengeschnitten und dann hier mit doppelseitigem Klebeband draufgeklebt. Ist halt doch gemütlicher als so eine Stahltreppe. Und das Süße war, er wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Also diese Teile hier. Bis ich ihm das, glaube ich, vor 2 Wochen gesagt habe, warum er eigentlich damals nicht sowas genommen hatte. Und dann meinte er, was meinst du? Und deshalb haben wir das jetzt mal bestellt. Und jetzt sind wir dabei, diese anderen Treppen hier abzureißen. Oh, das geht furchtbar schlecht. Also Justus hat das richtig festgeklebt. Das kriegt man auch gar nicht so gut ab hier. Hier, kann man das mal sehen. Also alles Teppichklebeband. Und bis das alles mal hier abgepopelt ist, das dauert richtig. Also für die 3 Stufen hatten wir gestern schon, weiß ich nicht, 1 Stunde gebraucht. Ich glaube, ich mache das lieber später. Lilly schläft ja gerade. Will ich hier nicht auf der Treppe Krach machen. Gleich erwarten wir auch noch Spielebesuch. Die große Prinzessin bringt nämlich ihre beste Freundin mit. Die beiden fahre ich ja immer, wenn sie zusammen Ballett haben. Dann kutschiere ich die beiden immer. Das freut die, wenn die dann auch zusammen dahin fahren können. Ich weiß noch, damals in meinem Alter war das auch noch was ganz Besonderes. Und dann habe ich den Mädels hier auch noch was zum Basteln hingelegt. Wenn ich die beiden gleich abhole vom Kindergarten, dass sie auch ein bisschen Beschäftigung haben. Hier habe ich so ein Filzbastelset gekauft. Das ist hier, dieses Pferd. Das ist zum Nähen. Ich weiß nicht, ob sie gleich so viel Lust und Geduld dazu haben. Aber ansonsten habe ich hier auch noch dieses Bastelset hier. Das hatte ich auch im letzten DM-Haul gezeigt. Und das ist ja auch die Eule, die ich auch gezeigt hatte. Das Set war ja auch eigentlich erst ab 7. Und dann habe ich ihr das gegeben. Dann hat sie sich zurückgezogen in ihr Zimmer. Und dann kam sie irgendwie 20, halbe Stunde später wieder und hatte das komplett fertig. Da war ich schon stolz und sie auch. Sie war auch sehr stolz auf sich selbst. Dann habe ich hier noch so ein Stickeralbum von Me and Me. Und hier so ein paar Karten, falls sie Lust haben, das weiterzukleben. Hier habe ich auch noch das Stickeralbum von My Little Pony. Da waren wir auf der Filmpremiere. Das gab es dann in der Goodie Bag. Aber da habe ich noch keine Karten gekauft. Dazu kam ich noch nicht, deshalb
können sie das ja dann bekleben. Ein bisschen Zeit habe ich noch, bis ich die Kinder, die Großen, alle Mann abholen muss. Bis dahin wollte ich auch noch ein bisschen Wäsche machen. Ich habe hier nämlich auch noch mal wieder eine Bestellung bekommen von Fuchs und Kiwi mit diesen selbstgenähten Sachen. Habe ich für Lilly wieder ein paar schöne neue Sachen. Wieder ganz viele Oberteile und Hosen, Pumphosen, Leggings, immer mit diesen hübschen, schönen Stoffen. Was mich besonders freut, ist diese Mütze hier. Die ist richtig niedlich. Die sitzt perfekt. Auch hier mit dieser Zipfel, also diesem Zipfel. Das sieht total süß aus. Und die ist eben auch noch hier unten, kann man sie dann noch zumachen. Finde ich richtig gut, weil Lilly nämlich keine Mützen mag. Sie zuppelt sich die dann immer runter. Das ist ganz gut, wenn das dann fest am Kopf ist. Und was ich auch ganz toll finde, ist hier dieser Softshell-Anzug. Gerade bei dem Wetter jetzt im Moment. Herbst, nass, kalt. Schmuddelig, nass. Hatte ich nass schon? Ja, ich glaube, nass hatte ich schon. Das ist so ein kompletter Overall. Da stecke ich sie dann rein und dann wird sie nicht nass. Kann sie draußen rumlaufen, rumkrabbeln, wenn sie möchte. Wenn sie hinfällt, ist es auch egal. Und ich habe auch noch hier ganz viele von diesen Halstüchern, weil sie ja beim Zahn immer so viel sabbeln. Und das hält das sehr gut aus. Also da sind auch ganz viele verschiedene Muster. Das ist schon sehr weihnachtlich hier. Aber fand ich auch sehr niedlich. Die Sachen muss ich aber erstmal waschen, außer dem Overall. Den werde ich jetzt nicht waschen. Aber der Rest muss einmal in die Wäsche rein. Und dann freue ich mich schon darauf, wenn sie die alle einmal anziehen kann. So, einmal in die Schublade rein. Ist noch alles sehr unordentlich in den Schubladen. Muss ich auch mal wieder aussortieren und ja, ein bisschen zusammenlegen vielleicht. Aber jetzt habe ich gerade keine Lust dazu. Gerade so geht es mir noch zu. Aber da sieht man mal, wie alt diese Schränke sind. Die sind wirklich qualitativ nicht ganz so hochwertig. Da bin ich dann auch froh, wenn wir endlich den Packschrank hier haben. Dann werde ich dann nochmal richtig schön einsortieren. Da freue ich mich schon richtig drauf. Reinspaziert! Riesige Rasselbande. Oh, hier sind die Blätter. So. Oh, ihr habt schöne Kürbisse. Schön, ne? Ja. Haben wir auf dem Kürbishof haben die geholt. Ja. Oh, Lilly muss ich auch noch rausholen. Chips. Ja. Süße Maus. Süße Maus. Ups. Ups. Papa, Papa, lass Mami mal durch. Oh, lass Mami mal durch. Ich habe jetzt die ganze Rasselbande wieder zu Hause. Die sind jetzt erstmal direkt alle nach oben gehuscht. Gut, habe ich noch ein bisschen Ruhe. Ich war auch gerade noch mal shoppen. Ich kann ja mal zeigen, was ich alles mitgenommen habe. Das ist jetzt kein ganzer Wocheneinkauf oder so, aber wir hatten jetzt gerade nichts mehr zu Hause. Und ich wollte, dass die Kinder jetzt zumindest noch eine kleine Obstmahlzeit haben, bevor sie dann gleich zum Tanzen gehen. Deshalb habe ich dafür ein bisschen eingekauft. Erstmal war ich beim Bäcker und habe 3 Rosinenbrötchen geholt. Die hier, das ist eigentlich für gleich, wenn wir gleich zum Ballett fahren, dass wir dann auch was zu futtern haben. Beziehungsweise Lilly, die mag dann immer was zu futtern haben. Hier einmal ganz viele neue Bananen. Dann habe ich hier schon unsere ersten Mandarinen dieses Jahr besorgt. Ich hoffe, die schmecken. Es ist immer sehr schwierig mit Mandarinen. Manchmal schmecken die irgendwie nicht so gut oder sie sind schon total vertrocknet. Dann habe ich hier noch Radieschen gekauft. Man wird es kaum glauben, aber Lilly mag die richtig gerne. Sie knabbert gerne dran. Manchmal spuckt sie sich auch wieder aus, aber sie beschäftigt sich damit. Dann noch eine Kiwi. Eigentlich wollte ich noch mehr kaufen, aber das war die einzige, die schon ein bisschen weicher war, die wir jetzt direkt essen können. Dann habe ich nochmal normale Äpfel besorgt. Da habe ich auch darauf geachtet, dass ich die aus Deutschland nehme und dass sie nicht schon so einen langen Transportweg hinter sich haben. Erstmal direkt das ganze Obst von Plastik befreien. Ist immer erstaunlich, wie viel Plastik dann übrig bleibt durch die Verpackung. Es gibt ja jetzt auch mittlerweile diese Läden, wo keine Verpackungen sind. Finde ich eigentlich super, so vom Gedanken her. Habe ich Justus dann auch erzählt und er meinte dann, dass es aber wohl an den Verbrauchern liegt, weil man natürlich, ja, wenn man Obst kauft, etwas kaufen möchte, was noch vorher niemand angefasst hat. Und da hat er auch recht. Also, wenn ich mir das nochmal überlege. Guck mal, die ist wirklich schon so angedutscht hier. Schon so offen. Ich werde jetzt sowieso so eine Obstrunde für die Kinder machen, damit sie auch was zu futtern haben. Und gestärkt sind, bevor sie zum Ballett kommen. Anstatt Obstteller habe ich mich jetzt entschieden für einen Obstsalat. Ich hatte ja nur eine Kiwi. Es ist vielleicht doch besser, wenn ich das alles zusammen mache. Dann können sich alle daraus bedienen. Und
kleine Gabeln dazu. Und dann hole ich mal die Mädels runter. Ich mag es nämlich lieber gerne, wenn sie unten essen. Die müssen jetzt nicht am Tisch sitzen oder so, aber im Kinderzimmer, weiß ich nicht, möchte ich jetzt keine Obstreste plötzlich so rumfliegen haben. Bist du jetzt mit dem Apfel fertig? Ja, jetzt ist das Obst fertig. Ja. Jetzt könnt ihr ja mal runterkommen. Na komm, Zuckerpüppchen. Kommst du mit? Es gibt was zu futtern. Da darf das Baby natürlich nicht fehlen. Vorsicht. Schnell. Ja. Bevor wir ohne dich essen. Genau. Obstsalat. Das Baby will mehr, mehr. Das Baby will mehr. Da kommt das Essen ja schon. Komm, es ist eigentlich. Ja, das Essen, komm. Das Kiwi. Ich bin da Kiwi am leckersten. Sie möchte keine Äpfel, die spuckt sie gerade aus. Oh. Gib ihr mal bitte keine Äpfel. Was hat sie jetzt im Mund? Ein Apfel? Oder was ist das? Apfel. Lieber nicht, ne? Lieber nicht. Mami? Ja, kriegst Orangen. Ist auch nicht so ganz ihr Ding, so ein ganzer Obstsalat. Deshalb habe ich hier auch mal so ein Schüsselchen nur mit Orangen gemacht. Kriegst du ja. Bitteschön. Mmh, yum, yum. Ist gut? Muss man tanzen? Das freut mich. Lecker gemacht, Mami. Lecker gemacht, habe ich lecker geschnitten, ja? Vielleicht kannst du gleich noch mehr machen. Noch mehr? Mhm. Habt ihr denn schon aufgegessen? Ja, fast. Oha. Einmal die kleine Schüssel ist leer. Und ist die Schüssel auch schon leer? Noch nicht. Aber so gut wie. Fast leer. Sehr lecker hast du das gemacht, Mami. Ja, habe ich gut geschnitten, das Obst, ne? Ich glaube, hier hat noch jemand Hunger auf eine ganze Banane. Lilly hat heute schon mega, mega viel zu Mittag gegessen. Es gab nämlich 3 Teller voller Nudeln für sie und sie hat das echt weggeputzt. Wie viel sie im Moment isst, ist der Wahnsinn. Nochmal Banane? Na komm, Mami macht dir das. Komm, dann gehen wir wieder rüber. Komm mit. Komm mit sogar, hier ist die Mami. Hier ist die Mami. Komm. Hier ist die Mami. Komm mit. Die Mami. Die Banane läuft nicht weg. Was zu essen ist immer gut. Ja, immer essen, essen, essen. Die Mädels haben Glück. Es ist nämlich gerade richtig schönes Wetter draußen. Die letzten Tage war es nicht so schön. Richtig stürmisch, kalt, regnerisch. Und jetzt wollten sie einmal zusammen raus, Blätter sammeln. Lilly ist jetzt ganz aufgeregt, sie möchte jetzt auch mit raus. Sie liebt es nämlich auch, draußen rumzulaufen. Sie hat sogar die Banane verschmäht jetzt zum Schluss. Deswegen werde ich sie jetzt auch einmal fertig machen. Ich ziehe jetzt auch direkt einmal ihren neuen Overall an. Dann kann sie draußen nämlich in die Pfützen auch rein. Das Einzige, was ich nicht für sie habe oder noch nicht, sind Gummistiefel. Deshalb muss sie ihre normalen Schuhe jetzt anziehen. Aber die sind eigentlich auch gut wasserdicht. Das sieht irgendwie total süß aus. Ist das herrlich, wenn die Sonne rauskommt. Ist fast schon zu warm für den Overall, weil die Sonne so scheint. Was habt ihr gefunden? Ein Riesen-Duftpilz. Giftpilz? Ja, Riesen-Duftpilze. Wo denn? Nicht so kleine Champignons, sondern so da. Sind das Giftpilze? Ja. Seid ihr sicher? Ja. Eigentlich ist es mit dem Braun vor. Ich hab doch gesagt, das sind Fehldiebe. Was sind das? Feendiebe? Ja. Ja, mal hinterher. Mit Mami zusammen? An der Hand? Okay. Über die Maulwurfshügel. Kommst du mit? Ja, das schaffst du schon alleine. Das schaffst du schon. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das schon gezeigt habe, aber wir haben jetzt so einen richtigen Fahrradständer.
Das ist richtig toll. Justus Fahrrad steht da trotzdem irgendwie an der Wand, aber eigentlich gehört er auch hier hin. Die Gummistiefel muss ich ja mal wegschmeißen. Ich hatte die große Prinzessin an und der große auch schon. Die sind jetzt hier hinten komplett kaputt. Also da läuft jetzt immer Wasser rein. Da kommen die jetzt einmal in den Müll. Lilly mag das jetzt total gerne, sich irgendwo dazwischen zu zwängen oder irgendwo reinzusetzen. Das, ja, ich sehe jetzt auch da gerade zwischen. Ach, guck mal, das sieht aber gemütlich aus. Süße Maus, hast du es dir gemütlich gemacht? Ja? Kommst du da auch wieder raus? Sieht ein bisschen eng aus. Mal gucken, wann sie anfängt zu meckern, dann helfe ich ihr. Aber sie soll auch versuchen, das wieder selbst hinzukriegen. Schwindelig wird. Ha? Hier hat jemand keine Lust mehr. Vielleicht sieht man das. Sie ist nämlich draußen ein paar Mal auf ihr süßes Gesicht gefallen. Jetzt hat sie hier ein bisschen Dreck, aber das ist nicht so schlimm. Ne? Die Mädels machen sich schon fertig. Sie ziehen schon ihre Ballettoutfits an. Und wir lesen hier noch ein bisschen Buch. Wollen wir ein Buch lesen? Hast du Lust? Ein Buch? Gib mal mir ein Buch. Da ist das Buch. Danke. Sie ist im Moment ganz vernarrt in Bücher lesen. Wo ist der Fips? Oh, da ist der Fips. Ja, super. Oh, hat er sich wieder versteckt? Da ist der Fips. Und weg ist er. Versteckt sich Fips hinter den Äpfeln? Da ist er. Und da sind die Hühner, da sind sie im Hühnerstall. 1, 2, 3, 4 Hühner. 1, 2, 3, 4, genau. Olli schläft in der Schaukel. Aber wo ist die Schaukel? Ich hatte Lilly leider hier schon rausgerissen. Voll schade, aber ja, was soll man machen, ne? So kleinen Babypatschen. Nein, wir reißen das nicht noch weiter ein. Ich habe übrigens auch gefragt, also die Mama von der besten Freundin, von der großen Prinzessin, ob ich sie auch heute mitfilmen darf, weil ich hätte sowieso ihr Gesicht natürlich weggemacht, aber ich finde es trotzdem wichtig, dann nochmal nachzufragen. Wir kriegen ja sehr oft Spielbesuch und ich habe das bisher immer vermieden, die Kinder mitzufilmen, aber heute hatte sich das angeboten. Ich weiß ja, dass viele Mamis aus dem Bekannten- und Freundeskreis auch unsere Videos schauen und da muss sich niemand Sorgen machen, dass ich hier einfach ihre Kinder filme. Also ich würde auf jeden Fall immer vorher fragen. Und die Mami war ganz locker. Also sie meinte gleich, ja klar, kannst du mitfilmen. Dann kriegt man auch mal ein bisschen mehr mit, was die Kinder eigentlich so machen, weil sie haben wirklich oft Spielbesuch da. Gehört auch zu meinem Alltag, dass ich die Kinder dann hier auch bespaße. Die Mädels haben sich jetzt schon hübsch gemacht. Hallo! Sehr, sehr schick. Wollt ihr euch einmal drehen? So schicke beide Mädels, genau. Wir machen uns jetzt auf den Weg zum Ballett. Habt ihr schon alles eingepackt? Pack mal noch alles ein. Einmal Schuhe anziehen. Die ganzen Kuddelmuddel hier. Wem gehört denn was? Schuhe, Rucksack müssen wir mitnehmen. Dürfen wir nicht vergessen. Oh, und die Jacke. Genau, das ist noch deine Jacke. Dürfen wir auch nicht vergessen. Und den Sitz brauchen wir. Ne? Aber der Sitz ist ja schon im Auto. Den das ist schon nicht. Im Auto, genau. Und den Rucksack vergessen. Und du musst deine, hier die Jacke musst du einmal anziehen. Ich habe die Ballettschüchchen hier drin. Hier einmal, zweimal. Tasche ist auch reichlich gepackt, damit Lilly Maus auch da gleich Beschäftigung hat. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.